Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja Leute, noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung. Und zwar werde ich nicht streamen am Montag. Ich werde nicht streamen. Ich werde auch am Freitag nicht streamen. Genau, und deshalb aber, damit diese Woche jetzt nicht irgendwie total gar kein Livestream gibt, mache ich so, dass ich am Donnerstag Livestream werde. Also Donnerstag wird der einzige Stream der Woche sein. Donnerstag 16 Uhr. Leute, Donnerstag, 16 Uhr, denkt dran, da werde ich Livestream und ja, dann starten wir jetzt auch rein in dieses Video. Jawohl, Leute. Erstmal möchte ich sagen, danke auch, dass ihr jetzt wieder angefangen habt, so richtig zu spielen im Turnier. Hier gab es auch schon viele, die sich auch so jetzt beschwert haben und so, dass es jetzt auch viele nicht spielen und dass sie jetzt auch sagen, ja, hier, ich kann nicht spielen und so. Finde ich gut, da habe ich euch auch rausgenommen. Und ja, jetzt hier, also Leute, spielt auf jeden Fall, spielt das Turnier, ich werde es auch noch spielen, aber jetzt natürlich nicht hier im Video, aber trotzdem spielt das Turnier, wir wollen nochmal wieder ein Turnier gewinnen, das wäre doch mal ganz nice, auf jeden Fall. Also Leute, Turnier ist hier, genau, dann schauen wir jetzt hier auch rein ins Colosseum Event, denn da sieht mein Puzzle bisher so aus. Ich bin heute auf Platz 7 und hier auf 262. Ich habe jetzt insgesamt 15 Energie, das heißt, wir machen hiervon ein Spiel und noch von diesem hier noch ein Spiel. Also Leute, wir sehen uns natürlich dann wieder bei dem Endstand. Das machen wir wieder so. Okay, Leute, also auf jeden Fall total krass. Ich hatte einfach einen 67er Gegner. Da fragt man sich auch, das Matchmaking ist hier ja wirklich komplett am Start. Also, ja gut, Leute, 67er Gegner, ja, ganz gut gespielt. Der hat auch 4 Tore sogar geschossen. Also das muss man ihm lassen, das hat er echt gut gemacht. Also Glückwunsch auf jeden Fall für die 4 Tore, das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe auch in Anführungszeichen nur 12 Tore gemacht, also der hat schon recht gut gespielt, kann man sagen. Und ja, aber trotzdem ist es einfach viel zu krass, wie das Matchmaking heute ist. Keine Ahnung, also Leute, nächstes Spiel, wir sehen uns natürlich wieder beim Endstand, auf jeden Fall. Okay, Leute, ja, das war jetzt auch mal wieder ganz anderer Gegner, 6:6 leider, also Orb, der hatte so viele Chancen in dem Spiel, also auch zweimal allein vorm Torhüter und zweimal auch kläglich gescheitert, also mit Orb, da weiß ich nicht ganz so, was los mit dem ist und wir sind jetzt wieder auf Platz 4, okay, das ist gut, wir sind jetzt hier auf Platz 4 wieder, okay, jetzt können wir nochmal reingehen ins Clair de Lune Event, das Clair de Lune. Da habe ich nämlich schon gespielt heute. Genau, das nächste sind dann die 150.000 Münzen und danach dann noch die Finsternis-Token. Also ich weiß nicht, ob ich es noch schaffen werde. Ja, es sind halt nur noch 3 Tage. Finsternis habe ich, kann ich auch, glaube ich, nichts. Ja, gut. Genau. Serververbindungsfehler ist auch am Start. EA-Server sind auch natürlich mit am Start. Und ja, okay. Also, das muss EA auf jeden Fall mal wieder bessern, weil ich habe so viele Serververbindungsfehler in letzter Zeit. Also keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist, aber die Serververbindungsfehler nehmen zu. Finsternis kann ich, glaube ich, ja, doch, ich kann was öffnen. Ja, moin. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Okay, Leute, also vielleicht gönnt EA mal. Gönnt EA, gönnt. Gönnt doch bitte mal, gönnt. Und 85er, okay. Das hat sich gelohnt. 85er Nicolas de Préville. Ja gut. Ich kann ja mal schauen, vielleicht kann ich den ja in mein Team, in mein Franzosenteam stellen. Ja gut, okay, das hat sich jetzt gelohnt. 85er. Der ist MS, also er passt schon mal nicht richtig gut rein. Ich muss mal gucken, wo er die meisten Skill-Boosts hat. Dieser de Préville oder wie auch immer der heißt. Ja moin. Wird mir gar nicht angezeigt. Ach doch, hier hinten. Okay, hier hat das schon mal keinen Skill-Boost. Na, aber ich weiß es halt nicht so. Weil
Der da vorne ist recht gut, aber ich guck mal hier, ob ich ihn bei LM irgendwie reinstellen kann mit. Ob er hier irgendwie... Nee, der hat keinen Skill-Boost. Nee, der hat keinen Skill-Boost. Och, Mann. Da muss ich nochmal ein bisschen rumgucken hier, wo ich den jetzt genau reinstellen werde. Hier den Dupreville. Zack, ist er auch im Team. Ich muss mal schauen. Ich muss mal gucken, wo ich den reinstelle. Wie die Konstellation am besten ist. Weil hier so... Aber das werde ich privat nochmal machen, weil das interessiert euch jetzt wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht tausche ich auch nochmal Formationen, mal schauen. Okay, Leute. Sonst, also, Leute, spielt... Das Turnier, denkt dran, Donnerstag ist ein Livestream und ja Leute, dann würde ich jetzt auch sagen, danke, dass ihr mit am Start wart und tschüss.